Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch nun endlich wieder zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wie ihr seht, ist hier immer noch Krieg der Vampire. Sieht ein bisschen aus wie bei Krieg der Welten. Das ist auf jeden Fall nicht schön. Ich bin leider noch ein bisschen verschnuppt. Ich habe mir voll die Grippe eingefangen. Deswegen war jetzt hier eine Woche lang Pause, weil ich hatte keine Stimme mehr und danach hatte ich nur Kopfschmerzen. Jetzt langsam geht's wieder. Ich bin zwar stimmtechnisch noch nicht wieder ganz auf der Höhe, aber ich muss sagen, ich bin so neugierig, wie das hier weitergeht, dass ich nicht mehr abwarten kann. Deswegen verzeiht mir, wenn ich gegebenenfalls ein bisschen schniefe, aber wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir müssen es tun. Wir sind gerade dabei, Regis zu folgen, um, entweder können wir Orianna fragen, wo wir den Unsichtbaren finden, oder wir folgen Regis, um zu versuchen, wie hieß sie denn, die Schwester von ihr, ihr wisst schon, die gute Dame zu befreien. Ach, Scheißeles. Und wir werden uns natürlich um die gute Dame kümmern. Erstmal. Weil den Unsichtbaren, da waren wir uns relativ konsensmäßig hier einig, den Unsichtbaren werden wir so oder so finden. So, da wir es gerade hier mit Vampiren zu tun haben und wir ein verdammter Hexer sind und Hexer sich nun mal vorbereiten auf das, was hier passiert, sollten wir vielleicht mal auch gerade erstmal bei Bomben vielleicht zumindest einmal unsere Moon noch mit dazu packen. Dann sollten wir vielleicht mal, es ist nur so eine Idee, das Vampire-Öl auf ein Schwert hauen. Ja, das ist einfach nur so eine Idee. Und dann gibt es doch noch diesen Trank. Black oder so heißt er da. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu und stößt sie zurück, wenn sie den Hexer verwunden. Ja, wie wär's denn damit? Wir können den Wal doch mal eben fix ersetzen. So, siehst du mal. Da wollen wir da gerade mal nochmal ausrüsten und dann geht er mal los jetzt. Wir müssen uns auch mal ein bisschen vorbereiten, ne? Ja, oh, ich sehe schon eine Bruxia. Okay, let's do this. Komm schon, komm näher. Ich wollte eigentlich eine Bombe werfen, aber es scheint keine ausgerüstet zu sein. Hm, warte mal. Wenn du meinst, dass dir das hilft. Bist du hässlich? Na, komm her. Na, jetzt lohnt sich auch keine mehr. Ich kann gerade nicht. Ich kämpfe gerade gegen diese Bruxia, die mir echt auf die Nüsse geht. So, na, siehst du. Das haben wir doch geschafft. Wir sollten hier unten vielleicht auch noch die Moonbombe auswählen. So. Ne? Damit wir die dann auch schmeißen können. So, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Ich bin bei dir, Regis. Ich hau nie ab. Wo bist du denn? Da, alles klar. Oh, lauf mal weiter, du, ne? So, wir sind momentan auf jeden Fall auf der Suche nach diesem Hauptmann-Kollegen, mit dem wir uns inzwischen angefreundet haben. Um ihn zu fragen, und ich glaube Siana heißt die gute Dame, wo Siana steckt. Jo, gemeinschaftlich eben fertig gemacht, das läuft doch bei uns. So, Regis ist ein gutes Team. Ich muss mich umsehen. Regis muss mich umsehen. Ich muss mich kurz mal umsehen hier. Oh, schauen. Was ist denn hier so los? Oh ja, das sieht nicht gut aus. Hallo? Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Wären wir bloß früher gekommen. Ja, aber es ist ja leider immer eine Lösung. Nur weiß man ja vorher nicht, ne? Was ist hier los? Kann man da rein? Ne, das ist einfach nur so ein nebliger Brunnen, okay? Da, Blut. Ich sehe Blut. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Gehen wir. Jo, machen wir. Ich will nur gerade mal dieses Schild mir angucken. Der Prophet Majoran, König der Welt. Ach, das haben wir schon mal gesehen. Alles klar. Wir verfolgen Damian. So hieß er. Damian. Den sind wir am Suchen. Wir verfolgen mal seine Blutspur. Ah, du brennst einfach nur. Junge, das sollte man einstellen. Ja, oh, cool. Eine Straßensperre. Zwecklos. Wollte ich gerade sagen. Das hilft das bei fliegenden Gegnern. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Nicht so wirklich. Von hinten getroffen, nach vorne gefallen. Hat zu flüchten versucht. Sie müssen gemerkt haben, dass sie die Stellung nicht halten konnten. Hoffentlich haben sie ein Versteck gefunden. Sonst gibt es keinen, mit dem wir reden können. Oh, oh. Ein Alp. Wie ab die geht! Wede!
zur Buchse! Oh, Geralt, Geralt, Geralt. Einmal den, den, den. Gleich zwei von den Viechern auf einmal, ey. Die erste haben wir jetzt, fehlt nur noch der Alp. Die gute Dame geht meiner Meinung nach schon fast noch ein bisschen mehr ab als die Bruxea. Das bist du hässlich. Hast du gehört? Ah, komm schon, komm schon, komm schon! Ah, also, Geralt nicht ins Feuer, nicht ins Feuer stellen. Ah, okay. Wir sollten dann wenigstens looten, das haben wir uns verdient. Leute, entspannt euch mal und wir sollten noch einen Trank uns eins schmeißen. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Das wäre so ein Todesanimationssound irgendwie hängen geblieben. Wir gehen lieber mal weiter. Wir folgen. Au! Also immer diese Fledermäuse, du. Wir folgen mal weiter. Brave Spur. Oh, der nächste Dickmeier. Sie müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Ein brennendes Pferd. Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sehen und den Vampir in mir erkennen. Kein Problem. Du musst allein. Komm schon. Ah, schaffe ich schon. Ah. Das war ja nur ein Flatterer, den kriege ich ja wohin, ne? So, dann müssen wir mal in die Bank, oder was war es jetzt? Ach, da ist er. Da ist er. Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort! Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal, deine Leute haben keine Chance. Das sieht man ja auch, die sehen nicht so gut aus. Du siehst auch nicht so gut aus, du hast ordentlich einen weggewatscht gekriegt. Ich bin halt nur mal Hexer, ich bin Experte in diesem Bereich, verstehst du? Oh Gott, Verzweiflung, kann ich nicht mehr trösten. Also wir würden jetzt Friesengeist rausholen, bei uns hier. Friesengeist und ja, dann war es das halt, ne? Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Da geht die Freude jetzt raus. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Galonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Die guten, die hübschen. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Kannst du mal von ausgehen, du. Ich sag dir das. Hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Jo, ich hab andere Pläne. Überlasst man mir, ne? Euer Problem ist jetzt mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und wie? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst Sianna, die Entscheidung, bin gut, bin gut. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Ah, ich weiß, ich weiß. Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Ja, du könntest ja aus Versehen mal was verprabbeln, ne? Es gibt Tote, es wird noch mehr geben wegen einer Person oder ich kann dich nicht zwingen. Ich mach das da. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben. Wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach. Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Tschüss, Damian. Oh, er lenkt ein. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Das Spielzimmer? Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Okay. Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Das ist auf jeden Fall ein angemessenes Gefängnis, ne? Das Spielzimmer. Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Jo, ist okay. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Ich habe sämtliche Bruxea und Alpe vernichtet. Du kannst eigentlich entspannter lang gehen. Und vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen.
Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. Okay, also auf ins Spielzimmer, würde ich mal sagen. Gehen wir, Regis. Hey, von Next, ne? Aber es war ein angemessenes Gefängnis für sie, ne? Einfach. Das Spielzimmer ist hinter dieser Tür. Jo, geht sofort los. Lass mich da mal. Mann, oh, das sieht nicht gut aus. Oh! Holy shit! Kommt er da einfach aus dem Himmel? Oh, den hast du weggehauen. Den hast du weggehauen. War es das? Kommt noch mehr? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Das kam jetzt unerwartet einfach aus dem Himmel. Kommt so ein Flatterer da angesprungen, du. Ja, mal sehen. Kommen wir vorne rein? Wahrscheinlich nicht, war abgeschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du selbstverständlich? Vampirkräfte gehen raus. Ich kümmere mich derweil um den Flatterer. Ne? Kannst da ganz entspannt mal eben das Türchen öffnen, dann läuft die Kiste. Danke. Zu Diensten. Na siehste. Ha, verneigt sich auch. Dankeschön, Dankeschön. So, frag Oriana, wo du den Unsichtbaren findest. Du suchst das Spielzimmer. Wir sollten uns wenigstens mal umsehen. Ja, wir sollten jetzt erstmal das Spielzimmer durchsuchen. Gucken wir mal. Sieht noch gar nicht wie ein Spielzimmer aus. Noch sehe ich nur einen Globus. Ist da was drin? Nein, nichts. Okay, im Globus befindet sich nichts. Ungewöhnlich, normalerweise ist da mal Alkohol drin. Gnomische Scherze, das klingt schon großartig. So, was haben wir noch hier? Ups. Boah, wir können ja ruhig mal ein bisschen aus dem Spielzimmer was mitgehen lassen, ne? So als Aufwandsentschädigung, würde ich mal sagen, ne? Immerhin arbeiten wir uns hier den Arsch ab. Und bis jetzt haben wir eigentlich außer ein bisschen Spott von ihr am Ende nicht viel erhalten, ne? Muss man ja so sagen. Sie war nicht so nett, als es nicht mehr so lief, wie sie wollte. Ballade und Hymnen. Goldener Teller, Färbemittel, noch mehr Färbemittel. Ein Schaukelpferd. Aha. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Ist auch ein Spielzimmer, ne? Da ist auch ein Hase und ein Teppich. Teppich? Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Boah, eigentlich nicht viel, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ein Zinnsoldat. Ich kann die Dinger nicht ausstehen. Ein Zinnsoldat. So, was haben wir hier? Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Ja, hier wurde ein bisschen gespielt, siehste. Holzente. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Ja, Siana war auf jeden Fall da, definitiv. Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Ja, sie spielt nicht mehr so wirklich weit, ne? Oh, hier können wir noch was looten. Ein silberner Saphirring. Tagebuch. Oh, oh. Tagebuch sind... Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein war. Kriegen wir ein paar Background-Infos jetzt. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Jo, okay. Sianna hat mir ein Bild geschenkt. Sianna hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Nicht mehr ganz so niedlich. Eigentlich doch nicht so niedlich. Nee. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Es stimmt, dass Sianna jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anarietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Sianna gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Henrietta schon 2 Zähne eingebüßt. War ja noch Milchzähne, ne? Ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anarietta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze, ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Ja, oh ja. Heute habe ich zum ersten Mal das Land der 1000 Märchen besucht. Das Land der 1000 Märchen? Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der 1000 Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten.
Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Du hast sie immer vorher erstmal so einen Johnny reingezogen, ne? Bisschen Bob Marley gehört, und dann lief das. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal. Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Mit so einem Papierhütchen auf. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Jo, wir dürfen wahrscheinlich gleich ins Land der tausend Märchen, ey. Der gnädige Herzog hat seine Sorge über seine Töchter Ausdruck verliehen. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ihr Nilfgaardisch ist grauenhaft. Sie wollen nicht üben. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anarieta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als Bloede Kusse. Siana und sie wären bald erstickt vor Lachen. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Aha. Ich verstehe. Irgendeinen Teamwitz. Genug davon. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Siana in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Findet das Buch das Wo Land der tausend Buch? Märchen? Das ist die Frage. Hinter Berg und Tal. Oh, das klingt schon mal großartig. Also ich will auf jeden Fall ins Land der tausend Märchen. Das klingt, als könnte es aufregend werden. Puppe! Ah, hier, das ist abgeschlossen. Da wird es drin sein. Wo ist der Schlüssel? This is the question. Gucken wir mal. Da ist kein Schlüssel. Ah, gucke mal da. Ein rotes Bild. Ein Schlüssel hinter einem Bild. Goldener Schlüssel. Na, wer hätte das denn gedacht? Sonst noch irgendwas? Hier ist nichts mehr. Ich gehe noch einmal gerade nach unten, guck da nochmal nach, ob wir hier wirklich alles entdeckt haben. Wir wollen ja nichts verpassen. Deswegen hat er auch gesagt, hier drin ist nichts. Wahrscheinlich hätte man dann den Globus nämlich nach dem Schlüssel durchsuchen sollen. Irgendwelche Bilder oder sowas hier noch? Nö. Ah, gut soweit, würde ich sagen. Dann machen wir uns doch mal auf. Dann machen wir uns doch mal auf nach oben. Dick, 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 dick. Finde das Buch Land der tausend Märchen. So, ich würde sagen, wir machen dann aber jetzt hier einen Break, so ein bisschen zu früh hier, 20 Sekunden zu früh, aber ich will euch natürlich den, würde ich den Hahn ja eigentlich auch nicht verwehren, ne, weil der Hahn ist ja schon so eine Institution, die einfach dazugehört, aber ich finde halt, es ist hier an sich gerade eine perfekte Stelle, um einen Break zu machen, weil wir gleich dann frisch und gestärkt diese Tür öffnen und dann in das Land hoffentlich eintreten werden. Habe ich jetzt lange genug geredet? Ja, ich habe es geschafft, nächste. Ja, dann machen wir doch mal hier kurz einen Break.
Muss sein, ne? Im nächsten Part werden wir uns dann hoffentlich auf ins Land der tausend Märchen machen. Das klingt vielversprechend. Ich bin schon ziemlich gespannt, muss ich sagen, was uns da erwartet. Und werden dann dort nach Sianna suchen und hoffentlich auch wieder irgendwie aus dem Land der tausend Märchen hinauskommen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat bis zur nächsten Folge. Aber wie gesagt, ohne Stimme ist nicht gut. Let's playen. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.